Was tut man am besten, wenn man einen verätzten Fleck auf einem Marmor hat? Kalkhaltige Gesteine wie Kalkstein, Travertin oder Marmor sind sehr säureempfindliche Materialien. Sehr schnell kann es dort zu Verätzungen auf der Oberfläche kommen, wie zum Beispiel durch Orangensaft, Cola, Sekt, Bier oder auch nur Seltzer mit der Kohlensäure. Diese Flecken lassen sich besonders gut mit so einem Marmor-Reparaturset wieder entfernen. Wie wir hier sehen, es gibt drei kleine Schleifschwämme, mit denen schleifen wir über die angegriffene Fläche. Das ist also grob, mittel und fein. Und wir fangen mit dem Groben an, bisschen Wasser dazu und schleifen die verätzte Fläche erstmal wieder so, dass der Stein wieder ordentlich in der Oberfläche ist. Danach kommt der zweite Schliff mit dem mittleren Schwamm und dann der dritte, wo wir schon eine leichte Politur haben, Seidenglanz. Zum Schluss wird noch eine Marmormilch und eine Marmorpolitur aufgetragen, gut einmassiert und weg ist der Fleck. Unter dem Video gibt es noch einen Link zu unserem Online-Shop und da finden Sie alle Reiniger, Imprägnierung und halt eben auch dieses Marmor-Reparaturset und können dies bestellen. Wir liefern innerhalb von einem Tag.